So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich bin Cloud von Delivery AP und im letzten Part haben wir uns zusammen mit Deathrock in dieses Team Rocket Versteck begeben und die ersten Trainer kalt gemacht. Und dreimal dürft ihr raten, wer heute wieder dabei ist. Ich, der Deathrock. Hallo. Mit einer schrecklich schrillen, hohen Stimme. Ey, so hoch, weil ich kann auch höher. Zeig's uns nicht. So, hier kommen wir zum Item. Und das ist ein Sonderbonbon. Die Dinger verkaufe ich hier. Ich werde es eventuell benutzen. Das spart mir ein bisschen Offscreen-Training. Ach, dieses eine Level, ey. Haben oder nicht haben. Oh, genau. Und da ist wieder einer. Halte ich als Team Rockets angelegener. Hat es nicht schon mal einer gesagt in diesem Versteck? Nee. Habe ich irgendwie so im Kopf, dass da einer war. Das werde ich auf jeden Fall nochmal. Ich würde das gleiche sagen im Grunde. Ja, aber ich glaube, da war einer, der hat genauso gesagt. Irgendwo. Vielleicht ist das ja sein Zwillingsbruder, der auch Mittel heißt. Ja, Radfratz von den verehrten Herr Rüpel. Ich nehme mich auch immer Herr unter meinen Vornamen. Herr Deathrock. Ich heiße ja Deathrock mit Vornamen. Ja. Ist ja mein richtiger Name. Steht auch so in seinem Ausweis. kann ich bezeugen. Ach komm, Geowurf ist auch mal lustig. Putz, putz. Das ist ja mit dem Durchbruch nicht passiert. Gegen einen Radfratz bringt das auch nicht so viel, weil ein Radfratz wiegt einfach nichts. Das kommt auf den Level an bei Geowurf. Echt? Ja. Was war das denn dann mit dem Gewicht von Pokémon? Da gab's auch irgendwas. Moment. Was? Strauchler. Ach ja, stimmt, genau. Weil da gab's doch noch eine Attacke. Ja, bestimmt, aber der Strauchler ist jetzt das Einzige, was mir so einfällt dazu. Ja. Ein Traumato. Und gibt's ja noch das Gegenstück dafür, den Rambus. Da muss das eigene Pokémon schwer sein. Genau. Deswegen irgendwann züchtet mir blöde Relaxo mit dem Rambus. Geo, was mit Rambus, Mann. Oder so. Ist natürlich auch ziemlich awesome. Ich hatte ja meinen Golgantis mit Rambus. Auch ziemlich geil. Ja. Aber die Banane ist. Wie kann ein Geist was wiegen? Mit Toys. Genau die Attacke wieder provoziert. Ja, wir reden überhaupt über Pokémon oder Attacken, die es in dieser Gen leider nicht nicht existieren. Aber ich denke mal, ihr wisst alle, wie alt das Spiel hier ist. Inzwischen ist von 2003, glaube ich. Echt? Ich meine? Ich dachte, das gab schon vorher. Oder 2004. Irgendwie so war das. 2001 irgendwie auf dem Schirm. Nee. So alt ist es noch nicht. Das habe ich auch, glaube ich, in meiner Videobeschreibung dran stehen, von wann das ist. Weiß ich nicht. Bei Spielen und wann die rausgekommen sind, da bin ich echt raus bei den meisten. Ja, ich weiß, wann Warcraft 2 rausgekommen ist. Erzähl doch mal. 1998. Wir können doch das älter. Ja, hab ich auch gedacht. Nee, stimmt gar nicht, das ist von 95. StarCraft 1 war von 98. Uff, ich bin am Boden. Oh. Und ich muss wieder meine Pokémon ein bisschen auffrischen. Dann. Wobei. Quatsch. Da geht noch was. Die sind doch alle nur ein bisschen angeknabbert. Angeknabbert. Schattenglas. Haben wir Unlichtattacken? Das war auch das mit den Unlichtattacken, oder? Ja, das ist für Unlicht-Pokémon. Ja, wir haben nur den Biss. Lohnt sich nicht. Ja, wie gesagt, du kannst halt Dingens fangen, ne? Krammups. Ja, ich meine, für jetzt gerade meine ich. Mhm. Und Übernahme. Ist auch, glaube ich, eine Unlichtattacke, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ja doch, ich glaube schon. Ich werde den Liftöffner niemals geben. Wie nett, dass er uns sagt, dass er den Liftöffner hat, ne? Sonst hätten wir ihn einfach besiegt und liegen gelassen. Ja. Und, ich sag ja, hilfreich. Die geben uns den gleich doch. Das ist ja jetzt. Ja. Ach komm, Foxy, Flammwurf machst das ganz schnell. Mhm. Gas explodiert ja auch gut. Alter. Mein Herz! Ich am Sack, ey. Alter. Wie Foxy, kannst du eigentlich so ein Glück haben? Foxy, raus da! Sofort raus da! Ey. Komm bloß da weg! Mein Pokémon wäre wahrscheinlich jetzt gestorben. Der Beste wäre jetzt eine Verfolgung gewesen. Boah, ich hätte gekotzt. Alter. Boah. Ein KP.
KP. Ich würde jetzt sagen, ich beende den Part, bevor ich einen Herzinfarkt kriege. Ich muss mich erst beruhigen, aber ich habe gerade erst angefangen. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Mist, ich habe den Lift einfach verloren. Oh, ja. Natürlich. Alter. Hier kriegst du ein Limo. Und ja, Flammerer voll. Alter Schwede. Da lief mir jetzt der Arsch auf Grundeis. Boah. Holy shit. Leute, das ist das, was so eine Nuzlocke-Challenge nervenaufreibend macht. Genau, solche Situationen. Ein KP. Da hatte ich ein bisschen Zufallspferd auf meiner Seite, aber ganz schön. Mhm. Heilige Scheiße. Was macht dieses Spiel nur mit mir, mit meinem armen, schwachen Herz? Das, ja, eigentlich ist Flammaria so awesome, das war so geplant. Das wolltest du mal ein bisschen dramatisch machen. Natürlich. Damit es mal ein bisschen spannend wird, weil sonst ist es ja langweilig. Und in Tweet untergeschossen. Ich freue mich immer gedacht, das ist so eine richtig breite Straße, die man da durchs Fenster sieht. Ist das hier schon das Ende? Nee, du kommst nur noch in Untergeschoss 3, oder nicht? Nee, da war nur 1, 2 und 4. Dann kommst du von da aus jetzt ins dritte. Okay, die haben Sandama und sowas haben die, ne? Ja, einer von denen auf jeden Fall. Ist die Floria jetzt vorne? Ich will so weiterleppen. Du kannst auch Chuck auswechseln. Du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. Oh, er erinnert sich. Hallo. Schön, dich wieder zu sehen. Geht so, Sandama, okay. Doch kein Sandar mehr. Wie weit ist denn das? Ach, hat ja bald wieder ein Level. Und ja, ich werde tatsächlich zu Chuck wechseln. Das ist, glaube ich, die beste Alternative mit der Aquavelle. Einmal kurz bedrohen. Was ist die Mehrzahl von Sandar? Sandar mehr. Ein klassischer Destroy-Witz. Ich finde ihn witzig. Was ist die Vorentwicklung? Sander weniger. No. Ja. Ist ja bekannt, dass Let's Play immer schlechte Witze machen. Sander mehr oder weniger? Ach, den Platscher kannst du noch. Komm. Oh Gott, das war Platscher. Drachenwut, eine Attacke, die ich nie verwenden werde, weil diese 40 KP Schaden macht. Der gute alte Drachenwut. Die alte Natter. Das ist auf jeden Fall mehr als 40 KP. Das Drecksvieh. 23 KP. Kannst mal ausgehen. Ein Crit und der Giftstachel, bitte kein Gift. Dankeschön. Ein Volltreffer. Zwei Crits hintereinander. Not bad, not bad. Und Sandar mehr. Ich finde auch Sandar weniger. Und die Aquavelle gegen Sandar mehr. Sandama, Sandar mehr. Sand am Meer. Was? Warum greifen die nicht an? Nur Retaler angriffen, das ist auch nur mit einem Giftstachel. Und der Tackle, der reicht aus für den Rest. Der hätte wahrscheinlich sogar einen Platscher ausgereicht. Ja, aber vielleicht auch nicht. Dieses Kind ist einfach unschlagbar. Danke. Mit besseren Pokémon wäre das Kind doch schlagbar. Spürst du nicht die Schönheit der dunklen Seite der Macht? Wir haben Kekse. Oder so ähnlich. Und gleich. Die Macht ist stark in dir. Ja, und eigentlich kämpfe ich auch nicht gleich gegen den Team Rocket Chef, sondern gegen Darth Vader. Ich wusste nicht, dass er Darth Vader mit Vornamen Giovanni heißt. Spoiler! Eigentlich heißt er Anakin. Wir schweifen ab. Giovanni Skywalker. Anakin. Giovanni ist ein zweiter Vorname. Und wer von seinen beiden Eltern ist Italiener? Die Eltern, sieht man die in Star Wars? Die Mutter sieht man, ne? Glaube ich. Nee. Ich habe die ersten drei Episoden jetzt nicht so oft gesehen. Wer war denn nochmal die Mutter von Vader? Von... Hä?
Von doch, doch. Die Mutter von Anakin sieht man. Die ist ja, doch im ersten Teil die da nicht will, dass er bei den Rennen mitmacht. Genau. Ja, man weiß, glaube ich, gar nicht, wie die heißt. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob man das weiß. Ich glaube auch nicht. So, mal wieder zum Spiel geschehen. Wir kriegen Giftblick ab, der uns letztendlich paralysiert und nicht vergiftet. Das ist ein Neurogift. Achso, Nervengift. Ja. Das durch Blickkontakt verabreicht wird. Arbok ist einfach nur so hässlich. Ich glaube, Arbok ist auch eins der wenigen Pokémon, die Giftblick überhaupt lernen, oder? Ja. Es macht doch gar nichts anderes raus, sondern doof rumgucken. Giftblick, Silberblick. Ja, ist doch so. Vielleicht mal zum Augenarzt gehen. Und der Silberstachel. Der Silberstachel. Giftstachel. Stachel. Weißt du, nur wenn ich mit dir Let's Play, verspreche ich mich so oft. Ja, nur dann. Das färbt ab. Autsch. Ja, mehr Autsch. Ich zu sagen, das ist aber echt traurig. Nein, nur Autsch. Siehst du, die sind so hilfreich. Wenn sie beide besiegt sind, machen sie dir sogar die Tür selber auf. Unfassbar. Da habe ich noch nie so nachgedacht. So, jetzt zeige ich nochmal die Pokémon, denn Giovanni könnte eine harte Nuss werden. Wobei. Kämpfst du da überhaupt gegen Giovanni? Ja. Ja, ich habe so lange schon kein Pokémon mehr gespielt, ey. Und ein Pfarrerheiter brauche ich noch, ne? Ja. Für Brucey Boy. Und für alle Leute, die Nuzlocke-Challenge machen. Challenges machen. Haltet immer Gegengift dabei. Ja. Ganz ehrlich, wenn ihr weit vom Pokémon Center weg seid und auf einmal vergiftet euch irgendwas, dann seid ihr am Hintern. Und zwar richtig deftig. Steckt Unlichtattacken. Ja, ich glaube, mehr kann ich jetzt auch gerade nicht machen. So, das erste Pokémon von Giovanni ist irgendein Stein-Pokémon, nehme ich an. War das nicht das Rihorn? Das kann sogar tatsächlich Rihorn gewesen sein, ja. Okay, du hast auch so einen Chuck oder Emmy nach vorne? Chuck. So, den sprichst du jetzt einfach mal. Ich mache jetzt keinen Akzent, ne? Doch, in italienischen. Okay. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert sich mit Pokémon. Was? Finanziert sich mit Pokémon seinen finsteren Pläne. Ich bin der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wicht. Ich finde auch schön, wie du die ganze Zeit mit der Hand gestikuliert hast. Schade, dass wir jetzt keine Facecam haben. Kann ich das irgendwie besser? Das wird gleich viel Das wird gleich viel italienischer. Ja. Level 25 nur, ich hätte mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, ich auch. Oh. Battle of the Snakes. Ja, nicht mehr lange. Die Aquarella wird ein One-Hit-KO. Nehme ich an. Ja. Auch wenn Onix ziemlich viel Lebenspunkte hat. Die Lebenspunkte sind immer das Problem, das ist die Verteidigung, aber die spezielle Verteidigung, die ist auch nicht so geil. Ach Quatsch. Da ist das Rion. Da ist das Rion, das krieg ich auch die Aquarelle direkt. Ja. Das ist sogar schwächer als das Onix vom Level her. Mhm. Dann hat er noch kein Gamma gleich, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, das ist schon. Genau. Wechsel ich jetzt? Ich würde auf Blues ist gehen. Nicht, ist nicht. Ist nicht Gestein. Nein, das meine ich nicht. Ob Biss nicht effektiv ist. Gegen Unlicht. Gegen normal. Ich bin mir nicht sicher. Ist das nicht ein Bodentyp? Kangama? Kangama ist normal. Ja, dann setz ich doch Emmy raus. Ja, mach doch. Mach doch, was du willst. Ich wollte sagen, dass es ein Bodentyp ist die ganze Zeit. Nein, das ist normal. Das weiß ich nämlich, weil hinter deinem Laptop liegen meine Pokémon-Karten, glaube ich, noch. Und da habe ich ein Kangama, was vom Typ normal ist. Ach so. Na gut, Durchbruch. Was? Ich hätte mehr Schaden gerechnet, muss ich sagen. Aber ja, gut. Kann gar mal so viel leben. Ja, gleich nicht mehr. Und nochmal der Durchbruch und dann ist der Italiener auch besiegt, dass du jetzt gleich widersprechen, wenn du willst. Na natürlich. Und Chuck erreicht damit 26 noch. Schlecht. Sehr schlecht. Und da ist der Boss Giovanni besiegt. Der. Boss. Nein, ich habe kläglich versagt. Cloud gewinnt 2900 Pokédollar. Nee, das ist doch noch recht so ein geldgeiler Sack. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig.
trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Und da finden wir das Sylph-Scope. Awesome. Aus dem Shit und wir können wieder hier raus dann. Das war's ja schon, ne? Das war's tatsächlich schon. Ich hätte damit gerechnet, dass wir eine Stunde da dran sitzen. Ich hab auch echt im Kopf gehabt, dass es länger dauert. Es war auf 2 oder 1? 1. War mich falsch. Ich hab echt gedacht, es dauert länger. Aber wesentlich länger. Mhm. Ja, hier ist noch einer. Ja, das ist nämlich jetzt der Hinterausgang. Was hast du hier verloren? Schön, dass du den auch liest. So muss ich es nicht machen. Ja, du hast so lange gebraucht. So. Slimer. Ach ja, ich überschlag vorne. Ich war jetzt irgendwie dabei, dass Florian nach vorne ist. Florida. Florida Wolf. Was? Miami, Florida. Meine persönliche Lieblingsstadt in den Staaten. Mal die Drachenboot, ich hab's noch nicht gesehen. Butz. Ah, das reicht sogar für ein 2-KO. Und immer noch, weil es 40 KP Schaden macht. Wenn man schon die Drachenboot hat, dann kann man es auch benutzen. Genau. Mal abgesehen davon ist Drachenboot speziell, das heißt, es ist scheißegal, ob er Herr damit oder nicht. Ja, und es macht immer 40 KP. Genau. Selbst wenn es davon affektiert wäre, meine Güte. Lalalala. Hat das so wenig KP? Ja. Krass. Hat dafür nur eine hohe Verteidigung. Und vergiftet dafür noch meinen Chuck. Ja, toll. Das ist die Retourkutsche. Ja, jetzt deine Retourkutsche. Der Kutscher kennt den Weg. Ja. Das sowieso. Und der Team Rocket Group ist AE. Was ist passiert? Was ist mit deiner Stimme passiert? Weiß ich auch nicht. Stimmbruch während des Kampfes. Ja, die Team Rocket Rüpel werden auch in jungen Jahren schon zum Dienst gezogen. Ja. Alle Kinder, die Rüpel leisten, werden ganz früh zum Team Rocket geholt. Die haben Rüpel. Es gibt echt keine 3, ne? Nee, doch, es gibt eine 3. Da kommst du nur mit dem Fahrstuhl nicht hin. Da bist du doch vorhin noch gewesen. Da hast du doch das Sonderbonbon. Nee, nicht das Sonderbonbon. Was hast du denn da gefunden? Noch irgendein Item. Den Liftöffner vielleicht? Ja, nee, doch. Oder? Warte mal. Doch, den Liftöffner hast du da gefunden. Ah, okay. Bist du nämlich wieder hochgegangen. Nein. Ja, okay. Und auf 2 war der Fahrstuhl ja am Anfang. Ja, okay. Gut, dann ist das Team Rocket-Versteck auch schon erledigt. Deutlich schneller als erwartet. Ja. Ich hätte gedacht, wir sitzen da noch ein bisschen länger dran, so mindestens nur 2 Parts. Das sind jetzt nur 2 Parts. Das ging verdammt schnell. Ja. So, und dann beenden wir mal den Part. Ja, genau. Und ich verabschiede mich dann erstmal wieder von Feuerrot. Wenn ihr mich weiterhören wollt, dann müsst ihr euch Blattgrün angucken. Ansonsten sehen wir uns wieder in der Sylph-Co. Ja, in der Sylph Corporation, genau. Genau. Bis dahin. Ja, tschüss, auf Wiedersehen und ciao!